So, hallo an alle zu einem kleinen Special. Ist mir irgendwie so ganz spontan in den Sinn gekommen. Nämlich folgendes, ich hatte bis gestern immer noch keinen Bildschirmhintergrund für meinen neuen PC, sondern einfach nur das Standard-Bildschirm oder den Standard-Bildschirmhintergrund. Und hab mir gedacht, weißt du was, dann machst du dir doch einfach mal selbst einen. Und dann habe ich auch gleich wiederum gedacht, dann machst du einfach mal ein paar mehr, weil es könnte ja sein, dass sich vielleicht der ein oder andere darüber freut. Und deshalb, ja, habe ich jetzt 21 Stück insgesamt gemacht und die hochgeladen. Könnt ihr euch jetzt kostenlos runterladen und nutzen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Das ist eine ZIP-Datei, die müsst ihr zuerst entpacken, dann werdet ihr einen Ordner rauskriegen, wo dann die 21 Screenshots drin sind. In der Regel geht das mit Windows 7, glaube ich, einfach mit Doppelklick oder ähnliches. Ich weiß nicht, andernfalls würde ich WinRAR empfehlen. WinRAR sollte man sowieso mal auf dem PC haben und ja, man weiß ja nie, die meisten werden es vielleicht kennen, einige werden es nicht kennen. Einige können sich solche Screenshots oder solche Hintergründe vielleicht selbst zusammenbasteln, einige nicht, aber ich dachte mir, ich biete sie einfach mal an. So, Link in der Beschreibung und ich müsste jetzt eigentlich ein paar im Hintergrund jetzt hier durchlaufen lassen oder je nachdem, wie lange das Video jetzt geht, wie lange ich um den heißen Brei rumquassele, umso mehr Screenshots werden gezeigt. Eventuell, was noch interessant wäre, falls ihr euch das Pack gezogen habt, welchen Screenshot werdet ihr verwenden, also welche Nummer oder einfach welchen ihr am besten findet. Das wäre auch eventuell dann mal wissenswert. Ja, so viel dazu, das wäre es auch schon gewesen. Kurz und knapp das Wichtigste. Gibt sonst noch irgendwas? Nö. Oder doch, ja, vielleicht als Info nebenbei. Ab sofort werden auch alle Let's Play-Folgen auf Facebook regelmäßig veröffentlicht, ebenso wie auf YouTube. Also Facebook ersetzt jetzt auch die Abo-Box. Das heißt, wer dort eventuell meine Seite liken tut, der wird das auch auf seiner Startseite dann angezeigt bekommen. So rum. Und vor allen Dingen auch ein paar kleinere Sachen, wenn ich mal ein Bild hochlade oder ähnliches. Wenn mal wieder bei meinem Video steht, vor 42 Jahren hochgeladen, oder wenn da steht, noch ungefähr 18.000 Minuten bis das Video hochgeladen ist. Sowas in der Art. Irgendwas Lustiges nebenbei, vielleicht mal deinen oder anderen Satz. Was weiß ich, wer Bock hat. Okay, so. Das war's dann aber jetzt echt gewesen. Ich bin raus. Wer Bock hat, kann sich die Screenshots ziehen. Und dann tschüssen.